Hallo, Dan. Wie geht's dir, John? Ganz gut soweit. Setz dich und erzähl mir, was es Neues gibt. Da gibt's nicht allzu viel zu erzählen. Weißt du, John, ich habe zu Hause einiges zu reparieren. Dachte, du könntest mir dabei helfen. Nun, ich denke, ich hätte vielleicht morgen Zeit. Aber du weißt, ich habe zwei linke Hände. Ja, genau. Eigentlich muss ich rüber nach King City morgen, aber zum Essen bin ich wieder da. Vorher bringe ich das Geld heim. Vorm Abend will ich auf der Ranch sein. Nun, jetzt wo du Sheriff bist, rechne ich damit, dass du nicht mehr so viel Zeit für uns hast. Naja, jetzt muss ich aber losgaloppieren, bevor Beth noch sauer wird. Sie ist alles für mich, John. Aber ich sehe, sie ist auch ziemlich einsam. Ich verstehe das. Und ich werde dir gern helfen. Ich schulde dir viel. Du warst so gut zu mir, als wärst du mein eigener Vater gewesen. Quatsch, nein, du schuldest mir gar nichts. Es tat gut zuzusehen, wie du zu einem richtigen Mann wurdest. Du kannst stolz auf dich sein, jetzt bist du sogar Sheriff. Ach, jetzt muss ich aber wirklich los. Pass bloß auf, dass du unterwegs nicht vom Pferd fällst. Ach, keine Sorge, Hauptsache ich werde nicht überfallen. Wo ist dein Pferd? Er steht da drüben bei der Post. Oh, vergiss nicht, morgen Abend. Ja, wir erwarten dich. Das ist der alte Dan. Wir erwarten ihn vor der Stadt. Wir schneiden ihm den Weg ab, wenn er vorbeikommt. Sie sind zu dritt gewesen. Hast du einen von ihnen erkannt? Da war ein Mann, der kam von hinten und hat mich überrascht und schoss mir in die Schulter. Bring die zum Doktor. Ich versuche sie zu erwischen. Die Geldtasche fallen, Morton. Gib mir die Tasche. Thank you.
Mach dich wieder auf den Weg in die Stadt. Wir treffen uns dann dort. Ich habe eine Kugel im Arm, Joe. Darum kümmern wir uns später. Hau jetzt ab. Dan! Gentlemen, wählt einen neuen Sheriff. Ich kündige. Dieser Job brachte mir den größten Schmerz, den man sich vorstellen kann. Er kostete mich meinen besten Freund. Sie taten nur Ihre Pflicht, Higgins. Nehmen Sie es nicht so schwer. Wenn meine Pflicht darin bestehen soll, einem Mann das Leben zu nehmen wie Old Dan Matthews, dann will ich sie nicht mehr erfüllen. Es ist doch bewiesen, er gehörte zur Gang. Clem hier sah sein Pferd direkt vor Wells Fargo. Die Beweise sprechen zu stark gegen ihn. Ein Zufall ist kein Beweis und hat schon viele vorverurteilt, Dixon. Ich glaube immer noch, dass Dan Matthews unschuldig ist. Ich würde Sie gerne im Büro sehen, Mr. Williams. Ich komme gleich, John. Nun, Williams... Ich schätze, Sie haben Ihren Job wieder. Tja, meine Augen sind nicht mehr gut, meine Hände nicht sehr schnell. Aber ich nehme an, bis ihr einen besseren habt. Setz dich, Ed. Ich möchte noch etwas erklären. Als Dan Matthews von hier fortging, hat er sein ganzes Geld von der Bank geholt. Er wollte damit seine Ranch sanieren und erweitern für seine Tochter, die nächstes Jahr übernehmen soll. Dieses Geld lag auf Dan, als ich ihn fand. Sieh zu, dass es seine Tochter bekommt. Bewahr es für sie auf. Das werde ich, John. Niemand wird es erfahren. Danke. Wie lange ist es her, dass er die Stadt verlassen hat? Müssen so 6 Monate sein. Ist jetzt auf der Suche nach Nuggets. Hat wohl aber noch nicht viel gefunden. War wohl ziemlich schlimm für ihn, der Tod von Dan. Er läuft selbst rum. Wie ein toter Mann. Als trage er das Gewicht der Welt auf dem Herzen. Was ist mit Dans Tochter? Vor ein paar Wochen habe ich einen Brief gekriegt. Sie schreibt, dass sie bald herkommt. Ich denke, sie wäre besser aufgehoben, wo sie jetzt ist. Aber der junge John bereitet mir mehr Sorgen. Er ist eigenartig geworden. Mit seinem Hass auf Outlaws. Er macht sich Vorwürfe wegen Old Dan. Tja. Mr. Johnny! Du mir bitte helfen!
Denn da. Chupichambe. Bein gebrochen, hä? Sprich nicht, ich bring dich ins Camp vor Anbruch der Nacht. Black Eagle! Echimukechka Ochka. Solofa Yavane. Chohoda. Böse Männer kommen, 3, 4, töten, stehlen sogar kleine Kinder. Oh, ich verstehe. Sonne, schnell gehen, du bleiben, wir reden. Ist gut, Black Eagle, ich werde heute bei euch bleiben. Das ist wirklich ein sehr schöner Ring, Black Eagle. Du helfen mir, mein Volk, dein Freund. Danke, ich werd's nicht vergessen. Ich bin wahnsinnig froh, heimzukommen. Verstehen Sie, ich bin Beth Matthews und mir gehört die Lazy M Ranch. Dazu gehören tausende Stück Vieh und sicher hunderte Cowboys. Und das Schönste? Ich werde der Boss sein. Oh, sehen Sie doch nur diese Wildblumen. Weg hier.
Unten bleiben. Sie fahren? Ein Hotel gibt's 3 Meilen entfernt, die Straße runter. Ich verstehe nicht. Sie sind doch ein Verbrecher. Und Sie lassen mich gehen? Ja, und beeilen Sie sich besser. Und zuletzt sah ich ihn, da stand er in der Mitte der Straße und beobachtete, wie ich wegfuhr. Können Sie beschreiben, wie der böse Mann aussah? Nun, ich konnte nicht viel von seinem Gesicht sehen, weil er so dreckig war. Bis auf ein paar stahlgraue Augen, die durch mich hindurch sahen. Er hat einen starken Bart, einen Schlapphut und einen komischen Overall an. Er war der schrecklichste Mensch, den ich je gesehen habe. Und seine Stimme, wie klang sie? Nun, er sprach nicht besonders viel und ich war so aufgeregt. Ich weiß es nicht. Tja, Miss Bess, das war sicherlich ein Abenteuer. Jetzt haben Sie bestimmt Hunger. Es gibt ein gutes Gasthaus, die Straße runter. Wenn Sie gegessen haben, bringe ich Sie raus zur Ranch. Ich muss erst noch meine Jungs zusammentrommeln und... Ist gut, Sheriff. Ich freue mich auf zu Hause. Hallo, Sheriff. Wenn das keine Überraschung ist. John, ich bin so froh, dich zu sehen. Sie haben Blake erschossen. Ich konnte nur die Tasche retten. Das ist wohl das Expressgeld. Ich hätte es wissen sollen, dass du es warst. Die junge Lady, der du das Leben gerettet hast, war gerade hier. Sie hat mir alles erzählt. John... Du und ich, wir müssen mal ernsthaft miteinander reden. Setz dich. John, diese junge Lady ist niemand anders als Beth Matthews. Sie ist zurückgekommen. Und ich bringe sie dann zu Lazy M. Sie glaubt, sie könne von der Ranch leben. Das Geld, das ich für sie aufbewahrt habe, müssen wir mit kühlem Kopf einsetzen. John, das ist dein Job. Ich weiß nicht. Ich bin noch nicht drüber weg und sie weiß doch, dass ich... Wer soll sie sagen? Eines Tages wird sie es rauskriegen. Aber in der Zwischenzeit stellst du die alte Lazy Ann wieder auf die Füße. Genau so, wie es Old Ann getan hätte. Also, was sagst du? Ich versuch's, Sheriff. Gut. Da hinten im Zimmer sind Kleidung und alles so, wie du es hinterlassen hast. Eine Rasur und ein Bart. Und man wird dich nicht wiedererkennen. Komm heute Abend auf die Ranch um 8 Uhr. Also gut, Ed. Ich werde da sein. Und bei Vanish Springs, das beste Gras im ganzen Tal. Mit John Higgins als Vorarbeiter. Der stellt die alte Lazy M wieder auf die Füße innerhalb von 6 Monaten. Das wird es sein. Guten Abend, Sheriff. Oh, hallo, John. Miss Matthews, das hier ist mein Freund John Higgins. Sehr erfreut, Mr. Higgins. Danke. Nehmen Sie doch Platz. Der Sheriff erwähnte Ihr aufregendes Erlebnis. Wirklich? Ha.
Es war furchtbar. Dieser Mann war einfach die widerlichste und entsetzlichste Kreatur, die es je gab. Was hier nicht sagen. Ein richtiger Wüstling, ja? Genau. Das ist bestimmt Martha. Beste Köchin, die es gibt. Oh, ich kenne doch Martha. Sicher doch. Sie hat sie großgezogen. Hallo, Martha. Beth Matthews. Was bist du groß geworden? Und du hast mich nicht vergessen. Natürlich nicht. Solltest du auch nicht. Es gab oft genug eins auf den Po. John Higgins, ich weiß noch, wie ich für dich gekocht habe. Beth, du kriegst den besten Vorarbeiter des Landes, aber den schlimmsten Esser. Er hat einen Appetit wie ein Kamel. Du schimpfst über meinen Appetit. Das liegt daran, wie du kochst. Hat sich nicht geändert, immer noch ein Schmeichler. Und weißt du, er lehnt sich zurück und sucht nach jedem Krümel in der Küche. Oh, du meine Güte, ihr Jungs sitzt da rum, ohne irgendwas zu trinken. Komm schon, Beth, wir machen erst mal Kaffee. Siehst du, alles klappt doch prima. Ja, bis jetzt. Hoffentlich bleibt's so. Hier ist das weite Land zu Ende, Miss Matthews. Nun schätze ich, kennen Sie die ganze Ranch. Sie ist sicherlich groß genug. Ich denke, ich treibe ein paar Jungs auf, um Zäune zu ziehen und mal sehen. Wir brauchen ein paar neue Wasserlöcher. Es ist eigenartig. Ihre Stimme erinnert mich irgendwie an... An Mr. Blaubart? Ja! Nun, Es tut mir leid. Kann ich Sie vielleicht verstellen? Würde Ihnen das besser gefallen? Machen Sie Witze? Wissen Sie, das war das Einzige an Mr. Blaubart, das halbwegs menschlich war. Reiten wir zurück zur Ranch? Wie Sie wünschen. Na, Ed, wie läuft's denn draußen auf der Lazy M? Ganz gut, denke ich. Ist jetzt 3 Monate her, dass John einen Deal mit dem Governor hat. Er züchtet Pferde für die Regierung. Macht eine Menge Geld damit. Und Miss Beth? Wie gefällt dir das Land- und Ranchleben? Ist verrückt danach. Hätte ich nie geglaubt. Ja, das ist schön. John, morgen Abend gibt es einen Reel. Bei Markus' gibt es den Tanzabend des Jahres. In Boltons Bar. Gehen wir hin. Ich schätze, es war ziemlich einsam für Sie. 3 Monate jetzt und Sie waren immer auf der Ranch. Oh, das macht mir gar nichts aus. Ich mag's, mit Ihnen zusammen zu sein. Es sei denn, Sie wollten uns verlassen. Ich bin auch gern mit Ihnen zusammen. Ist das erste Mal, dass Sie sowas sagen. Sie sind immer so schrecklich ernst gewesen. Mögen Sie mich nicht? Das ist es nicht, Beth. Eines Tages werden Sie mich hassen. Glauben Sie mir. Und wenn diese Zeit kommt, verlasse ich diesen Teil des Landes mit Bedauern. Und Sie sollen wissen, ich tue alles nur für Old Dan. Ist irgendetwas, Kindchen? Was ist denn mit dir los? Du bist so bleich wie ein Geist. Mir geht es gut. Ich war im Gedanken. John sagte, eines Tages würde ich ihn hassen. Wie hat er das gemeint? Wieso sollte ich ihn hassen? Hör zu, Schätzchen. Alle Männer reden viel Unsinn, wenn sie verliebt sind. Und genauso ist es mit John Higgins. Er ist Hals über Kopf verliebt in dich. Aber keine Sorge. Wir lassen den Ding einfach ihren Lauf. Wie schon der alte Shakespeare sagte, Ende gut, alles gut. Tantchen, John führt mich heute Abend zum Tanzen aus. Ja, ich weiß, er sagt es heute Morgen. Hat er? Mhm. Guten Abend. Guten Abend. Willkommen. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Hallo. Hallo, Jungs. Guten Abend. Guten Abend. Willkommen. Hallo, Freunde! Ich hoffe, wir alle verleben einen schönen Abend. Bestimmt. Ja. Guten Abend, Ed. Komm mir wie in einem Country-Club vor. Hast du Feuer, John? Ja, schon.
hast du diesen Ring? Das ist ein Geschenk von Old Black Eagle. Dachte, ich hätte ihn verloren. Miss Halgen, das ist Miss Matthews. Ich bin hochentzückt, Miss Matthews. Ich wünsche einen schönen Abend. Bis später. Das wird das Thema des Abends werden. Nabend. Willkommen. Oh, Beth, das ist Mr. Dixon. Sehr erfreut. Hallo. Miss Matthews ist die Besitzerin der Lazy M. Oh, sehr erfreut, Miss Matthews. Darf ich Sie zum ersten Tanz bitten? Tut mir leid, den habe ich versprochen. Aber den zweiten sehr gerne. Oh, danke. Hab ich ein Glück. Wohl wahr. Nur eine Minute, Freunde. Eine Minute. Wir beginnen jetzt diesen schönen Tanzabend mit einem ganz verträumten Walzer. Sucht euch einen Partner, Leute. Ich habe den ersten Tanz für Sie aufgehoben. Ich hoffe, ich werde Sie nicht enttäuschen. Ich bin kein großer Tänzer. Ich bin schrecklich glücklich. Ich bin froh, dass Sie endlich unter Leute kommen. Nicht deswegen. Ich bin glücklich, weil ich in deinen Armen liege. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Die arme Kleine tanzt mit ihrem Vorarbeiter. Und er ist der Mann, der ihren Vater tötete. Vorarbeiter? Ja, wussten Sie das nicht? Nein, das ist mir neu. Die Karten bitte. Wie viel? $1 bitte. Hey, Paxton. Pass mal auf die Tür auf, okay? Ich muss sofort mit dir und John sprechen, jetzt. John. Entschuldige. Pete möchte mit uns reden. Sheriff, sehen Sie sich mal diese Banknote an. Zeig mal her. Das müssen wir uns ansehen, John. Die hat die gleiche Seriennummer wie bei dem Überfall, als Old Dan getötet wurde. Was unternehmen wir? Ich will nicht, dass hier was passiert. Das ist der erste Hinweis auf den Raubüberfall. Ich werde jede Bewegung der Männer im Auge behalten. In der Tat, Miss Matthews. Ihr Vater und ich waren sehr enge Freunde. Mr. Dixon, ich habe so viele Menschen nach meinem Vater gefragt, aber sie weichen mir immer aus. Würden Sie mir sagen, wie er starb? Nun, ich denke, Sie sollten es erfahren. Nehmen Sie es mir auch nicht übel? Gewiss nicht. Naja, Ihr Vorarbeiter hat ihn getötet, Miss Matthews. Nein. Sie meinen, Mr. Higgins ist sein Mörder? Aha, sehen Sie, er war Sheriff zu dieser Zeit. Er hatte das Gesetz hinter sich. Die beiden waren ganz allein. Es gab keine Zeugen, also erfuhr niemand die Wahrheit über diesen Mord. Achtung, Achtung, bitte um Aufmerksamkeit. Der Reel beginnt. Begrüßt eure Partner. Und los geht's. Das wird eine ganz einfache Sache, aber ich brauche dich dabei. Ich hab zu viel Angst. Du brauchst keine Courage für diesen Job. Wir müssen nur hineingelangen und das Geld gehört uns. Der Boss sagt, gleich fangen sie mit dem Melkwettbewerb an und wir sollen uns drin sehen lassen. Komm schon. Kommt zum Ende.
Freunde! Komm mit! Nun, Leute, Jake Abernathy, der unbesiegte Champion von Cowslip Valley, tritt an gegen Ann Martha Haugen, den unbesiegten Champion über gebrochene Knochen. Sie sind der Einzige, der mir die Wahrheit gesagt hat. Sie haben alle einen Narren aus mir gemacht. Oh, bitte entschuldigen Sie mich. Links, dann auf die 22, dann rechts. Ich werde Abstand halten, ich krieg die Banditen. John, ich muss dich allein sprechen. Tut mir leid, Beth, das geht im Moment nicht. Bitte entschuldige mich, wir reden später. Auf die Plätze! Fertig! Los! Da drinnen läuft der Wettbewerb. Ihr habt euch wohl verlaufen, Jungs, was? Ist Ihnen nicht gut, Miss Matthews? Würden Sie mich bitte heimbringen, Mr. Dixon? Oh, natürlich. Das Geld ist in Sicherheit im Sheriffbüro. Ich nehme an, die Party geht gleich richtig los. Und ich prügle die Wahrheit aus Ihnen raus über Old Dan. Zwar gewonnen, aber ich schlag dich garantiert im nächsten Jahr. Oh, alles klar, Jack Abernathy. Komm her.
Also Martha, wir sind zu Hause. Tante Martha, bitte entschuldige. Ich möchte mit Mr. Higgins sprechen. Ich weiß kaum, wie ich beginnen soll. Aber wenn ich sage, ich weiß, wer du wirklich bist und was du bist, vielleicht verstehst du es dann. Warum legst du so viel Wert auf diesen Ring, Mr. Road Agent? Und heute Abend habe ich mit eigenen Augen gesehen, wie du die Bank ausgeraubt hast. Du hast was? Ich bin dir gefolgt. Und ich habe erkannt, dass du nicht nur ein Bandit und Räuber bist, sondern auch ein Mörder. Du bist der Mörder meines Vaters. Du kannst es nicht leugnen. Die ganze Stadt weiß es. Das versuche ich auch nicht, aber lass mich erklären. Erklären? Ich würde nichts glauben, was du sagst. Du hast gelogen, seit du hier bist. Du hattest recht, dass ich dich hassen würde. Es gibt keine Worte für das, was ich im Moment empfinde. Nun verschwinde von hier. Ich will dich niemals wiedersehen. Die Martin-Brüder sind drüben in Dixons Haus, direkt auf dem Rückweg. Dixon. Ich wusste es. Ich hatte recht, John Higgins würde den Weg des Geldes verfolgen aus dem Bankraub vor 3 Monaten. Er hatte einen Bart, andere Kleidung, aber ich habe ihn trotzdem erkannt. Ich habe die Kleine ganz weich gekocht und dieser Job war ganz einfach. Wisst ihr, eigentlich gibt es keinen Grund, wieso ich nicht die Braut von der Lazy M heiraten sollte. Die ist sicher ganz scharf drauf. Ja, und sie hat eine Menge rassiger Araberpferde auf der oberen Weide. Oh, das klingt gut. Reitet schnell bei Ruby vorbei und holt euch 8 oder 10 Bucks ab. Und klaut die Pferde von der Ranch. Der Boss der Lady M wird wahrscheinlich froh sein, wohlhabende netten Gent wie mich heiraten zu dürfen. Also, lasst euch nicht sehen und schafft die Gäule auf die Seite. Ja, das ist eine gute Idee. Dixon verlässt die Stadt. Ich denke, ich werde ihm folgen. Die Pferde stehen auf der Südweide der Lazy M. Wir müssen nur den Wächter umlegen. Jeder von meinen Männern kriegt 10 Bucks im Voraus. Wann geht's los? Morgen, kurz vor Sonnenaufgang, damit uns niemand sieht. Igel, ich bin in großen Schwierigkeiten. Männer kommen morgen vor Sonnenaufgang, um alle meine Pferde zu stehlen. Männer nicht stehlen Pferde. Ich und mein Volk sind deine Freunde. Wir kämpfen. Gut.
Da kommen die anderen Männer. Seid vorsichtig und wenn sie dann rennen, lasst sie durch. Ah, oh, da sind sie. Das wird eine Überraschung für Sie geben. Sie treiben jetzt die Ersten aus dem Corral. Ja. Jetzt gestehen, eher lasse ich dich nicht los. Wer tötete Dan Matthews? Ich nicht, zur Hölle. Also gut. Dixon traf ihn im Express-Office. Du hast mich ja verfolgt und vom Pferd geschmissen. Ich erreichte die Hütte. Old Dan war dort. Er befahl mir, die Geldtasche fallen zu lassen. Dixon sah ihn durchs Fenster und tötete ihn. Dixon? Ja. Nehmen Sie ihn fest, Sheriff. Ich reite in die Stadt.
Miss Matthews, ich muss Ihnen was sagen. Higgins und seine Freunde versuchen, ihre Pferde zu stehlen. Ich und meine Freunde wollten sie stoppen, aber es sind zu viele. Kann ich mal telefonieren? Natürlich. Keiner da im Sheriff's Office. Hände hoch, Dixon. Ich verhafte Sie wegen Mordes an Dan Matthews. Denn Len Martin hat schon gestanden. Bitte. John ist einfach viel zu weit gegangen. Ich möchte wissen, ob er zurückkommt. Dann frag ihn doch. Wenn einer weiß, wo er zu finden ist, dann ist das mit Sicherheit Black Eagle. Viele neue Farmer wollen John einstellen. Jetzt geradeaus weiter. Danke, ich bleib nicht lange. Beth! Sie scheint doch länger zu brauchen. Vielleicht sie gehen, um dort zu leben. Ja, Weiber sind scheinbar ziemlich unberechenbar. Und immer hungrig. Ich auch. Ich kenne da so einen Kerl, der richtig liebeskrank ist wegen einer Frau von hier. Lass uns von hier verschwinden. Ja, Squaw hat Opossum-Steak.